Herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Lesung und Gespräch mit Kerstin Hensel und ihrer jüngst erschienenen Novelle Regenbeinsfarben. Zentraler Handlungsort der Novelle ist ein Friedhof, auf dem sich regelmäßig drei Frauen bei der Pflege der Gräber ihrer Männer begegnen und allesamt ein Auge auf einen Witwer an einer weiteren Grabstelle werfen. Allen Figuren ist die Nähe zur Kunst gemeinsam, ob als Malerin, als Kunstsammlerin, als emeritierte Kunstprofessorin oder als Galerist. Und dennoch treffen sehr unterschiedliche Anschauungen, Charaktere und Biografien aufeinander. Der erzählerische Witz liegt darin, dass ausgerechnet ein Friedhof zum Ort wird, an dem sich große und kleine Sehnsüchte und amoröse Interessen entfalten. Und Kerstin Hensel gelingt es, die Komik dieser Konstellation in allen Schattierungen auszureizen, vom freundlichen Witz bis zum schwarzen Humor. Das Gespräch mit Kerstin Hensel führt Gregor Dotzauer. Gregor Dotzauer ist Literaturredakteur des Tagesspiegels und einer der versiertesten Kenner der Gegenwartsliteratur. Mein Name ist Christian Hippe, jetzt gehört dem Podium das Wort. Ja, willkommen aus dem Literaturforum, meine Damen und Herren, wo immer und wann immer Sie uns zusehen, denn wir spielen heute nur für Sie, aber auch nur für uns. Willkommen vor allem Kerstin Hensel, hier eine alte Bekannte im Literaturforum mit einem äußerst umfangreichen Werk. Man kann staunen, was sie seit 1986, seitdem sie mit dem Poesiealbum debütiert haben, als Lyrikerin alles geschafft haben. Kommen aus Karl-Marx-Stadt, aber leben eben seit vielen Jahren in Berlin, wo sie an der Ernst-Busch-Hochschule unterrichten. Regenbeinsfarben ist das Buch, um das wir uns heute kümmern wollen. Und während da draußen eigentlich ein heller, noch fast sonniger Maiabend ist, müssen wir uns auch ein ganzes Stück weit in eine etwas ungemütlichere Jahreszeit zurückbegeben, nämlich an einen Karfreitag vor Ostern, denn das Buch ist in einem ganzen Jahr zwischen Karfreitag und Karfreitag angesiedelt und hat auch ein wichtiges Zentrum, einen Anker an einem toten Sonntag im November. Es geht in diesem Buch, dem seine Protagonistin, die 49-jährige Malerin Karline Regenbein, den Nachnamen geliehen hat, nicht nur um ein Dreiecks, sondern eigentlich sogar um ein Vierecks-Verhältnis zwischen drei Frauen und einem Mann, weil es sich um ein Triumvirat der Witwen handelt, wie Kerstin Hensel das nennt, und auch der Mann ein Witwer ist, deren sämtliche Ehegatten unter der Erde stecken, aber auch ihre noch Aufmerksamkeit noch fordern, könnte man sogar von einer Ménage à huit, einem Achtecks-Verhältnis sprechen. Wenn man es noch weiter treiben wollte, könnte man sogar die ersten Ehepartner dieser Witwen mit einbeziehen und als heimliche Mitspieler betrachten. Kurz gesagt, es geht um einen Eros, der mit dem Thanatos ganz eng verwandt ist. Sie zitieren im Motto gleich den Psychoanalytiker Jacques Lacan mit der Maxime: Das Einzige, dessen man schuldig sein kann, ist, abgelassen haben zu sein von seinen Begehren. Stehen Sie mit der Psychoanalyse eigentlich auf gutem Fuße? Ich stehe auf gar keinem Fuße. Ich bin kein Fan der Psychoanalyse und auch kein absoluter Kenner dessen. Habe natürlich viel gelesen, jetzt nicht nur im Hinblick auf diese Novelle, sondern aus reinem Interesse, was mit der Innenschau in den Menschen hinein zu tun hat. Das ist aber etwas, was man zum Schreiben ohnehin braucht. Nicht unbedingt die Psychoanalyse, aber die Analyse der Psyche durch die Literatur, natürlich auch durch Lacan und andere Sachen. Aber ich fand es so passend, deswegen habe ich das vorgesetzt. Was ist das für eine Schuld, von der Lacan spricht? Ablassen vom eigenen Begehren. Denn diese Schuld ist es ja auch gerade das, was diese Figuren so lächerlich macht, indem sie eben nicht ablassen von ihrem Begehren. Ja, es macht sie lächerlich mitunter. Es macht sie aber auch, es ist ja menschlich. Es ist ja, also es macht sie ja zum Menschen, also trotz der Lächerlichkeit. Also diese Verquickung zwischen dem Komischen und dem Tragischen, was in diesen Figuren steckt. Und das Ablassen, also oder die Schuld, das ist ja etwas, was mich schon lange oder immer schon beschäftigt, auch in dem, was ich schreibe, die Schuld abzulassen vom Begehren. Das sind ja
Naturenergien, dieses Begehren, das Begehren der Dinge, das Begehren des Menschen oder anderer Menschen, des anderen Geschlechtes, davon kann man nicht ablassen, aber in ganz vielen Erziehungen oder Religionen und so ist es ja auch mit dem Begriff der Schuld besetzt. Und diese Mischung, diese Melange zwischen all diesen Energien, das interessiert mich. Es gibt ein zweites Motto in diesem Buch, das sich darauf bezieht, dass es auch eine Künstlernovelle ist, das Ganze von einem Maler namens J.J. Lacan konnte ich rausfinden, aber wer ist denn bitte J.J.? J.J., ich hätte es ausschreiben sollen, also weil man gar kein Geheimnis daraus machen muss. Das ist ein Zitat von Joachim John. Das war ein wunderbarer Maler und Grafiker, der vor 2 Jahren leider verstorben ist, den ich sehr gut kannte, der sehr viel für Theater gemalt hat, Bühnenbildner gemacht hat und sehr ein großes grafisches Werk hinterlassen. Also Joachim John aus Mecklenburg. Sie leuchten, wie Sie jetzt sagen, auch ein ganzes Stück in den Kunstbetrieb hinein oder eher, wenn man es genau betrachtet, eigentlich nur dessen zweite Reihe, weil es sind ja alles nicht so wahnsinnig erfolgreiche Menschen, die Sie da beobachten. Sie kennen aber seit vielen Jahrzehnten ja vor allem Literaturbetrieb. Wenn Sie die beiden nebeneinander halten, worin unterscheiden Sie sich, diese beiden Betriebe, und welchen mögen Sie eigentlich lieber? Oh, das ist eine Frage, da habe ich selbst noch nie darüber nachgedacht. Ich kenne beide Betriebe ziemlich gut, auch schon seit langer Zeit, also auch schon seit DDR-Zeiten. Und ich mag Betriebe überhaupt nicht, sondern ich mag immer einzelne Erscheinungen. Übrigens interessiert mich die zweite Reihe immer mehr als die erste Reihe. Nicht der Star interessiert, sondern die danach kommen. Ich mag keinen von diesen beiden Betrieben besser. Und wo sind die Unterschiede? Ja, es gibt Maler, die verkaufen ein Bild für, weiß ich nicht, 500.000. Und das kriegt einer im Literaturbetrieb in der Regel nicht hin. Geld macht einen großen Unterschied, aber gibt es deswegen auch einen Unterschied in Eitelkeit? Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht, ob es da wirklich große Unterschiede gibt. Ich denke, diese Eitelkeiten existieren überall. Also bei den Literaten, die sind vielleicht manchmal nicht so darstellerisch aktiv wie manche Maler. Aber ich kenne auch den Theaterbetrieb. Da ist das noch mal, da ist es präsenter. Aber zwischen Malern und Schriftstellern. Aber viele Maler mögen viele Schriftsteller, weil sie sich nicht in die Konkurrenz kommen. Und es gibt deswegen, glaube ich, auch so viele Freundschaften oder Beziehungen zwischen Malern und Schriftstellern. Dieses Buch trägt die Gattungsbezeichnung Novelle. Wie ernst nehmen Sie es damit? Was ist das, ein auf halbem Wege steckengebliebener Roman? Oder ist das tatsächlich im kleistischen Sinne, wie es heißt, eine sich ereignete, unerhörte Begebenheit? Ja, also ich glaube, es ist eben wirklich kein Roman, weil es in einem Roman, glaube ich, noch einen größeren Ansatz geben muss. Es ist also für mein Gefühl, man kann ja die Novelle, man kann sie ganz kleistisch definieren und man kann sie natürlich auch weiterfassen heute. Und ich kann nur mal sagen, es ist für mich kein Roman. Da wird er anders, da würden sich auch die Figuren anders entwickeln, größer entwickeln und umfangreicher sein. Und dieses eine Jahr, was ich da beschrieben habe, von Karfreitag zu Karfreitag und was da passiert, das hat für mich novellistischen Charakter, ja. War es von vornherein klar, dass Sie dieses eine Jahr nur ins Auge fassen würden und dieses Format haben würden? Ich habe da noch nicht mit dem Begriff Novelle gearbeitet, aber ja, das Prinzip, der Bau war klar gewesen. Wir haben schon gehört, das ist ein Roman, der in Teilen auf dem Friedhof spielt und davon gibt es nur eine ganze Reihe mehr oder weniger literarischer Beispiele, angefangen bei Josef Winklers Friedhof der bitteren Orangen bis zu Umberto Eco, da geht es um Spione und so weiter. Es gibt aber auch natürlich das Makabre oder bis zum Horror hin bei Stephen King oder auch ganz literarische Dinge wie bei, das Deutlichste, was ich gefunden habe, ist der große Rumäne Tudor Aghesi Friedhof. 1936 erschienen, aber ich kenne eigentlich keinen einzigen Roman, in dem der Friedhof ein sozialer Ort ist, auf dem sich die Lebenden begegnen. Begräbnisszenen sind ganz berühmt, auch in Filmen, wo sich nochmal die ganzen Spannungen eines Lebens bündeln. Haben Sie plötzlich eine Zielgruppe gefunden, von der Sie gar nicht wussten, dass sie das lesen will, was Sie hier geboten bekommen?
Ja, weiß ich nicht. Ich war so von dieser Idee dieses Treffens auf einem Friedhof und das Leben dort stattfinden zu lassen, das Begehren, das Leben, die Beziehungen untereinander, wie das Wurzelgeflecht, was unter den Gräbern ist, dass ich mir überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht habe. Gab es das schon irgendwo? Was ist die Zielgruppe? Also zuallererst schreibe ich überhaupt gar nicht für Zielgruppen, sondern erstmal nur für mich. Und nur für das, was mir im Kopf ist, und da ist manchmal so viel drin, dass ich die Arbeit darin besteht, das zu viel wegzutun. Aber die Zielgruppe, das ist, wenn es die denn gibt, also ich glaube, die Zielgruppe sind die gern über diese Art von Menschen lesen, die so ein bisschen schräg neben der Spur sind. Es gibt ja auch inzwischen Cafés auf Friedhöfen, wo man sich trifft und da oder dort, ich denke an den St. Matthäi-Kirchhof oder also gerade in Berlin ist das ja inzwischen Usus, aber hat sich aus dieser Zielgruppe, wenn man so nennen darf, jemand bei Ihnen schon gemeldet? Von der Friedhofszielgruppe? Von der Friedhofszielgruppe. Nein, also es haben sich natürlich einige Leser schon gemeldet, die, ja, das stimmt tatsächlich, diese Leidenschaft, die ich auch habe und hatte und habe, über Friedhöfe zu gehen und nicht nur zu gucken, wer liegt da oder so, sondern diesen Raum, diesen Ort wirklich fürs eigene Leben zu verwenden, indem sie ein Teil davon dort leben, indem sie erzählen, indem sie sich erinnern und indem sie auch lachen. Ich glaube, dass die Friedhofskultur zumindest hier in Berlin wahrscheinlich noch mehr als in Kleinstädten jetzt und so, weil alles noch viel strenger ist, dass die sich sehr gewandelt hat im Laufe der letzten Jahre und dass es lockerer geworden ist und wirklich dem Leben zugewandert, so wie es in anderen Ländern auch gibt. Ich merke es auch hier in der Nähe, also ich sage immer hier, Dorotheenstädtischer Friedhof, das ist ja für mich auch so ein Beispiel gewesen und dass viele die Friedhof leiten, auch schon lockerer geworden sind und nicht mehr das trauernde, versunkene und angstvolle mit sich tragen, sondern dass es tatsächlich zu einer Kulturstätte geworden ist. Vielleicht führen Sie uns mit einem kleinen Ausschnitt einfach mal auf diesen Friedhof und wir sehen mal, wie es dazu geht. Okay. Ich fange einfach an. Der Friedhof ergibt sich in der Beschreibung ganz von selbst. Und ich fange an mit drei von diesen, also diesen drei Damen, den drei Frauen, die Hauptrollen darin spielen. Dazu muss man sagen, es ist ein Friedhof, über den in ganz kurzen Abständen in einem ganz tiefen Anflug Flugzeuge fliegen. Enorm viele Flugzeuge. Jeder, der in Berlin wohnt, weiß, welcher Friedhof gemeint ist. Den kann man jetzt, wo BER aufmacht, gar nicht mehr vorführen, diesen Friedhof. Leider. Die kommen gleich noch dazu. Kommen wir noch. Erzählen ich fange jetzt einfach an. Genau. Also die drei Damen. Frau Regenbein erspäht Frau Müller-Kilian schon von Weitem. Ein Flapperhut aus gelbem Seidentaft, über dessen schwingender, breit ausladender Krempel sich ein Gelege zierlicher Knöpfe und Kunstperlen befindet. Eingesteckte Federn sowie Blütendekor geben dem Hut etwas Feierliches. Frau Müller-Kilian trägt ihn mit eleganter Selbstverständlichkeit. An keinem ihrer Trauertage konnte sie je etwas davon abhalten, den bunten Kopfschmuck der Pietät zu opfern, zumal sich in ihrer Hutkollektion das ein oder andere schwarze Modell finden ließe. 2 Jahre schon zeigt sich die Witwe täglich neu behütet. Nur wenn es windstill ist und das Kerosin der im Minutentakt auf dem nahegelegenen Flugplatz landenden und startenden Flugzeuge als gräuliches Aerosol auf die Kunstwerke niederstäubt, nimmt Frau Müller-Kilian den Hut ab und klopft ihn aus, um ihn gleich wieder auf den Kopf zu setzen. Sie gedenkt ihres verstorbenen Mannes selten mit Blumen. Er hatte Blumen aus, als handelte es sich um Darstellungsmotive hochpreisiger Gemälde, stets abfällig Gemüse genannt. Vor dem Grabstein befindet sich eine anthrazitfarbene, mit Klavierlack überzogene Kunststoffschale, darinnen stilvoll arrangierte Gräserstauden. Der Boden ist mit schwarzem Basalt und weißem Marmorkies nach Art eines Schachbrettes gestaltet.
am Rand der Grabstätte steht eine Bank. Meine Liebe, es ist Feiertag, ruft Frau Müller-Kilian der in der Erde wühlenden Grabnachbarin zu. Frau Regenbein hebt die Hand zum Gruß und verharrt in dieser Geste. Jedes Mal fasziniert sie Frau Müller-Kilians Auftritt. Allein der Hut erhebt die Dame über sämtliche Friedhofsbesucher. Heute präsentiert sich Frau Müller-Kilian außerdem in einem exquisiten, eierschalenfarbenen Hosenanzug. Um den Hals trägt sie ein von einer Goldberö-Spange zusammengehaltenes Seidentuch mit Bienenmotiven, jedes Detail abgestimmt auf die Reflexe von Hut und Haar. Auf hohen Schuhen schreitet die Witwe den Hauptweg entlang. Kurz vor dem Grab ihres Mannes tänzelt sie, als müsse sie der Verwesung, die sich unter ihr vollzieht, etwas entgegensetzen. All das Schöne, Graziöse unterstreicht Frau Müller-Kilians Zuversicht, dem eigenen Alterungsprozess abwenden zu können. Ihre rosig temperierten Wangen stellen mädchenhafte Keckheit aus. Fältchen um Mund und Augen scheinen dazu zu dienen, das Jugendliche zu bekräftigen, und die mit rotem Gloss versiegelten Lippen haben gerade jene Fülle, die Obszönes noch nicht erahnen lässt. Frau Müller-Kilian hat ihren 70. Geburtstag bereits mehrfach auf ungewisse Zeit verschoben. Ich bestimme, wann ich 70 werde, lässt sie wissen. Frau Regenbein bevorzugt Korthosen, Pullover und Parka. Klein ist sie, ein spielriges Mädchen, das sich Zeit ihres Lebens versagt hat, die eigene Erscheinung in irgendeiner Weise attraktiv zu finden. Die schmalen, zyanösen Lippen lassen andauerndes Frösteln vermuten. Die eng zusammenstehenden, tiefliegenden Augen vermitteln den Eindruck, sie nehme die Welt nur aus dem Hinterhalt wahr. Die kleine Frau Regenbein ist ausgestattet mit spitzbübischer Intelligenz und sie hat sich mit ihrer körperlichen Geringfügigkeit arrangiert. Die Haare trägt sie schulterlang. Niemals würde sie das Grau wegfärben, niemals Make-up, Rouge oder Lippenstift etwas Falsches an sich hervorkehren. Dabei ist Frau Regenbein Kennerin der Farben und hat sich als Malerin in der Stadt einen Namen gemacht. Frau Müller-Kilians Arbeitsleben hingegen war vor langer Zeit gerade mal von einer halben Schreibstelle in einem Tennisclub bestimmt und das auch nur bis zu dem Tag, als Lackfabrikant und Kunstmäzen Hubertus Freimuth Kilian sie in sein Reich entführt hatte. Mit einem eigens dafür vorgesehenen Tuch wischt Frau Müller-Kilian die Bank vor dem Grab ab, setzt sich darauf, schlägt elegant die Beine übereinander. Wie öfter bei Friedhofsbesuchen transportiert sie in einer Kühltasche einen Kristallkelch sowie einen Piccolo. Heute, zum höchsten Trauertag, darf es Veuve Clicquot sein. In einem stillen Moment zwischen zwei Maschinen, die ihren Landeanflug beginnen, lässt die Witwe den Korken knallen. Sie gießt den Champagner in den Kelch und erfreut sich an den Perlen, die in schräg durch die Bäume fallendem Licht lebendiger als sonst zu sprudeln scheinen. Prost, ruft Frau Müller-Kilian zu Frau Regenbein herüber. Mehrere Hektar des weit angelegten Friedhofes sind von frischen Begräbnissen ausgeschlossen. Biotope aus versunkenen Grabsteinen, Moos, Flechten und wuchernde Rankpflanzen sind über Jahrzehnte hin entstanden. Sie dienen Besuchern mehr zur Erholung als zum Totengedenken. Die meisten Areale des Ortes hingegen sind von aktiver Trauerarbeit geprägt. Am Seitenweg, der links von Rüdiger Habichs Grab Richtung Kriegsgräberstätte führt, hinter Buchenhecken, dennoch gut sichtbar für Frau Regenbein und Frau Müller-Kilian, ist eine dritte Witwe beschäftigt. Ziva Schlott, die vor wenigen Tagen von der Malakademie ihrer ehemaligen Wirkungsstätte den 85. Geburtstag ausgerichtet bekam. Heute kürzt sie mit einer Gartenschere die Triebe des Efeus, der als einzige Pflanze die Grabfläche bedeckt. Es ist ein mühsames Werk für die Kunstwissenschaftlerin, die ihre Gebrechlichkeit hinter einer Fülle dunklen, mit Kordeln zusammengerafften Stoffes verbirgt. Das zerzauste, teils gelockte, teils gesträhnte Haar hat die Farbe von Terrakotta und scheint wie mit Ziegelmehl gepudert.
durch das Alter sowie obsessiven Zigarettenkonsum ist die Haut am gesamten Körper nachgedunkelt. Daumen, Zeige und Mittelfinger der rechten Hand sind gar von einer Art umbrafarbenem Leder überzogen. Eine Brille mit getönten Gläsern schützt Zivas Augen vor Licht. Frau Professor Schlott ächzt, klaubt die abgeschnittenen Efeutriebe auf, wirft sie neben sich. Sie verachtet gärtnerische Grabpflege, da dies in ihren Augen nur der Aufrechterhaltung eines Symbols individualistischer Verlorenheit dient. So etwas kann sie sich nicht erlauben. Zeit für ein Kippchen, denkt sie, nestelt aus dem sie umhüllenden Stoff eine Zigarette, zündet sie mit einem Feuerzeug an, zieht den Rauch durch die Lunge. Dem Genuss folgt ein Hustenanfall, der ihren Leib schüttelt und die Vögel aufschreckt. Nach dem Abklingen des Hustens trocknet sie sich, ohne die Brille abzunehmen, mit einem zerfaserten Papiertaschentuch die Augen. Frau Professor Schlott weiß, dass sie unter Beobachtung steht. Die Witwen auf dem Hauptweg haben sie bereits bemerkt und ihr Zeichen gesendet. Frau Regenbein winkt mit dem Laubbesen. In Frau Müller-Kilians Hand funkelt der Kelch. Fröhliches Trauern, krächzt Frau Professor Schlott. Sie wendet sich der durch Moos und Algen verschlierten Sandsteinstele zu, deren kaum mehr lesbare Inschrift Professor Dr. Öck Hartwig Schlott dringend einer Auffrischung bedarf. Vielen Dank. Jetzt haben wir dieses Triumvirat der Witwen, von dem ich schon sprach, einmal kurz kennengelernt. Wir werden im Laufe des Buches auch noch tief in die Geschichte, in die Vorgeschichte dieser Frauen und ihrer ersten Männer eintauchen. Wenn ich mir ihre Texte, die erzählen zumal, anschaue, gibt es zwei durchgehende Charakteristika eigentlich. Das eine ist, die haben immer etwas Intellektuelles, sie haben immer etwas Groteskes. Das findet oft sehr hochprozentig zusammen. Manchmal findet das noch hochprozentiger zusammen, wenn sie nämlich ihr lyrisches Talent mit hineingießen. Also ich denke vor allem an ihr allerersten Roman Auditorium Panopticum, wo sie Bezug nehmen auf einen bekannten Roman von Irmtraut Morgner, Leben und Abenteuer der Troubadoura Beatrice. Da gibt es richtig parodistische Züge, die das nochmal übertreffen wollen, was da stattfindet. Aber fangen wir mal mit dem Intertextuellen an. Bis zu einem gewissen Grad lebt Literatur ja immer davon, dass sie Bezug nimmt auf andere Texte, auf Texte, die vorher schon geschrieben worden sind. Und das ist vielleicht auch nur eine andere Art von offen gezeigtem Traditionsbewusstsein. In diesem Buch bildet eine Folie Goethes Wahlverwandtschaften. Der Roman, allerdings weiblich gewendet. Das spielt bis in die Namen hinein. Also statt der Ottilie gibt es hier eine Odila und der Eduard ist eben dieser Witwer, den wir hier finden. Wie offen und wie versteckt haben Sie es denn gerne bei diesen Bezügen? Bei Morgner ist es klar, hier muss man es rausfinden. Wie verhält es sich generell? Ja, das macht natürlich einfach mir auch Spaß und ist auch immer eine kleine Verneigung vor den Vorgängern. Bei Irmtraut Morgner war es fast, aus heutiger Sicht, zu viel für meine Begriffe, war aber auch, ist eine andere Zeit gewesen. Und ich wollte jetzt bei Wahlverwandtschaften... 30 Jahre her. Ja, das ist 30 Jahre her. Also, um es mal so zu sagen. Ja, natürlich. Also, ich hätte es heute etwas zurückhalten. Aber gut, das war eben damals so. Und Wahlverwandtschaft ist natürlich wirklich eine Vorlage. Aber ich wollte hier auch ganz bewusst es nur bei geringen Andeutungen belassen. Für die, die es jetzt, wie Sie, heraus erkennen, ist es gut. Wer es nicht weiß, macht überhaupt nichts. Aber es hat was natürlich mit diesem Beziehungsgeflecht der Wahlverwandtschaften zu tun. Ja, das ist richtig. Und ja, intertextuell, klar, Literatur, eine Säule ist ja immer von Literatur, die schon gewesen ist. Das ist ja ganz klar. Ja, ein Aspekt dieser mal offeneren und mal stillschweigenden Bezüge besteht ja darin, dass die Stoffe, Motive und Elemente begrenzt sind. Was heißt es für Sie in diesem Rahmen, etwas Neues oder sei es auch nur etwas Originelles zu schaffen?
Ja, natürlich sind sie begrenzt. Auch die Konstellationen sind begrenzt. Die ganzen Menschheitsprobleme sind begrenzt und waren alle schon mal irgendwo da und irgendwo schon gestaltet. Mhm. Aber sie gehen ja durch meinen Kopf. Und deswegen, ich behaupte, so einen Kopf gibt es nicht nochmal. Es wird immer anders. Und ich glaube, dass auch jeder, der schreibt oder Kunst macht, überhaupt ein Dauerthema, ein Hauptthema hat, dass er Zeit seines Lebens variiert. Und immer wieder aufgreift, ob er will oder nicht. Das ist ein und dieses Spiel der Variationen, das ist ganz wichtig auch für mich. Also insofern stelle ich mir nicht die Frage, was Neues zu schaffen, sondern es ist neu, indem es durch mich durchgeht. Wollen Sie dieses Dauerthema benennen? Das müssen die Germanisten machen, die beschäftigen sich ja mit den ganzen Bühnen. Nee, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ein Aspekt dieses Themas sind für mich Beziehungskonstellationen sowieso, die aber sehr viel mit Macht zwischen Mann und Frau, aber nicht nur zwischen Mann und Frau, Machtspiele der Gesellschaft zum Einzelnen, das ist für mich immer wichtig. Natürlich, was ich vorhin schon sagte, erste oder zweite Reihe. Was ist mit der Erfüllung eines Wunsches, der nicht der Selbstdarstellung, manchmal auch, aber des eigenen Ichs. Das sind alles so Dinge, die natürlich sich miteinander verquicken, ganz klar. Aber das ist das, was mich interessiert. Sie sagen mit Recht, die Germanistik kümmert sich um sowas. Muss ich sagen, ich habe gestaunt zu sehen, wie viele Auslandsgermanisten sich auch ihre Bücher vor allem auch gebeugt haben. Da haben Sie auch einen hohen Prozentsatz, die das getan haben. Zu Intertextualität kommt noch etwas anderes. Es gibt nämlich auch, weil es ein Künstlerroman ist, ein Künstlerinnenroman, eine Intertextualität der Bilder. Und es gibt ein Bild, was relativ genau beschrieben wird. Das sind dramaturgische Funktionen, brauchen wir es nicht erklären. Aber es hat mich zum Beispiel, ich habe lange gedacht, es ist so genau beschrieben, was ist das? Und ich dachte dann an Böcklin, Spiel der Wellen. Geht das in die richtige Richtung? Also es ist wie alles in dieser ganzen Novelle, nicht ein Bild oder auch keine Person, also nichts ist nachprüfbar. Natürlich kenne ich die Bilder von Böcklin, die stehen mir auch vor Augen. Aber es ist kein Bild, was direkt literarisch abgeschrieben ist, sondern es kann der Böcklin sein und es ist trotzdem etwas ganz anderes. Es gibt ja dann auch im 19. Jahrhundert also Tausende von Bildern, die diese Wellenthematik und diese ganze mythologische Wellenreiter und Poseidon-Thematik malen. Das ist schon klar. Also so, aber es ist nicht dieses eine Bild. Dann lassen Sie es zum Grotesken kommen, dem anderen Wesenszug. Sie haben mal gesagt, man kann den Irrsinn des Alltags nur durch Übertreibung ertragen. Aber ist das Groteske in diesen Texten, ist es ein Erlebensmodus oder ist es bereits die Bewältigungsstrategie, mit dem er diesem Erleben Herr zu werden versucht? Ich sage ja immer, je älter ich werde, das Leben ist an sich die Groteske. Und es finden im realen Leben Dinge statt, die so grotesk sind, dass wenn ich sie schreiben würde, jeder sagen würde, übertreib es doch einfach nicht. Also das ist wirklich, das Leben hält Dinge bereit, die in keine Literatur passen, weil sie als Übertreibung. Und deswegen ist es für mich immer gar nicht so sehr überhaupt gar nicht von der Realität, von dem, was mich umgibt oder so, wie ich die Welt sehe, das ist natürlich auch eine Sichtfrage, entfernt. Ich schreibe eigentlich nur ab, was ich selbst erlebe und was ich sehe. Und muss gar nicht viel erfinden. Die Komposition ist dann das, was das Ganze abhebt und was das Ganze strukturiert und und die Arbeit. Ja? Das ist dann. Aber das Leben, ich lebe in so etwas. Aber grotesk und irrsinnig wird es ja immer nur, wenn man es misst an dem, was man für Normalität halten würde, wo man sagt, also das ist doch, da geht es doch völlig daneben raus, so funktioniert es überhaupt nicht. Ja, natürlich. Nur ist ja die Groteske sowieso in der deutschen Literatur nicht so das Vordergründige, also ist nicht so häufig vorhanden, wie zum Beispiel in der lateinamerikanischen Literatur oder in der russischen Literatur.
Das stimmt, aber die Groteske ist natürlich eine Übertreibung ins Extreme, was es braucht, um den Fokus auf die Dinge zu setzen, die gemeinhin als normal gelten. Gemeinhin als normal. Geht da nicht für jeden alles als gleichermaßen in der Norm. Ne? In diesem Buch, aber auch in anderen, zeigt sich dieses Groteske auch in sehr vielen physischen, physiognomischen Eigenschaften und natürlich auch über Kleidung, weil es sind alles sehr extravagante Menschen mit ihren Marotten. Und es ist deswegen doppelt grotesk, weil sie vor allem ihre körperlichen Eigenschaften bereits in einem Stadium des deutlichen Verfalls zelebrieren und damit trotzdem noch attraktiv sein wollen. Woher kommt diese Faszination für das Leibliche, allzu Leibliche? Naja, zuerst mal ist ja das Äußerliche oder die Bedeutung der Äußerlichkeit, der äußeren Erscheinung wichtiger, als wir manchmal so denken. Also sagen immer, es spielt ja keine Rolle, wie jemand aussieht. Natürlich spielt das eine Rolle. Schon immer spielt das. In jeder Gesellschaft, jeder Zeit spielt das eine große Rolle. Und der Alterungsprozess und der Verfall eines jeden Körpers, das Altwerden, ist ja auch immer schon ein Thema jeglicher Kunst und immer eine der großen Ängste des Menschen, irgendwann mal dann so auszusehen wie Ziva Schlott oder was. Und wie denn die unterschiedlichen Menschen damit natürlich umgehen, mit welcher Ironie es dann auch beschreibe, sind natürlich alles Ängste. Ängste werden da beschrieben, klar. Auch Ängste, die ich selber habe. Das wäre ja absurd wiederum, wenn ich sagen würde, ich gucke das nur an, wer spielt da, sondern das bin ja auch ich. Sie statten diese Figuren ja regelrecht aus. Ja, da gibt es diesen Eduard, der wird immer mit seiner Höckernase beschrieben, mit der Platte und diesen Wellenhaarkranz, der sich da hinten noch macht. Dann hat seine Hemdbündchen und so weiter. Und Ziva Schlott, die emeritierte Kunstprofessorin und die Jüdin, auch da gibt es einen ganzen wichtigen Erzählstrang, wird immer als die Scharlachrote mit ihren roten Haaren und mit ihrer Dauerkippe beschrieben und so weiter. Wie erfinden Sie diese Figuren, die dann ja immer wieder mit diesen Eigenschaften und Accessoires ausgestattet werden? Ja, die sind in meiner Fantasie einfach drin. Ich habe ja, also erstmal muss man sagen, es ist ja so, die Hauptperson ist ja die Karline Regenbein und die ist eine Malerin. Und eine Malerin sieht farblich und sieht die Dinge, sie sieht immer die Bilder. Das ist das eine, die Figurenperspektive der Regenbein. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt hat es, glaube ich, damit zu tun, dass ich schon seit Kinderzeiten durch das Lesen von Märchen und offenbar auch irgendwie Literatur aus dieser Naturalismus-Literatur 19. Jahrhundert, habe ich mit einer Begeisterung gelesen, wie Menschen vor meinem Auge entstehen und habe schon immer, seit ich denken kann, in meiner Fantasie Menschen geschaffen, gestaltet und meine Liebe zum Theater kommt da hinzu und also ne, zur Bühne. Das ist schon immer etwas, ja, Menschen plastisch zu gestalten, um sie dem Leser oder dem Rezipienten in einer Form nahezubringen, dass sie mit ihnen auf lustvolle Weise leben können, selbst wenn man gar nichts mit ihnen zu tun hat. Also dieses Versetzen in eine andere Welt, das kann ich ja nur so machen, wie ich es kann, indem ich die Leser versuche mitzunehmen in so eine Beschreibung im ja ganz traditionellen Sinne. Ja, man hat den Eindruck, sie gehen fast in den Fundus und gucken mal, was hängt da so rum und was geben wir denen. Interessant ist, dass Karline eigentlich die farbloseste von allen ist, deren Farben sozusagen nach außen gewendet werden in diese Bilder hinein. Ja, ja. Sie darf gar nicht selbst so sein, also schon von der Dramaturgie her nicht. Das würde sich sonst in der Doppelung aufheben. Sie ist die Gestalterin, sie ist die, die ihre eigene Farblosigkeit, äußere Farblosigkeit nur nach außen bringen kann, indem sie ihre Kunst macht. Sie unterhalten in diesem Buch auch einen anspielungsreichen Dialog mit autobiografischen Motiven. Und ich würde Sie das, was ich jetzt gleich frage, Sie gar nicht fragen, wenn es nicht so überdeutlich wäre. Wir haben schon gesagt, das spielt auf einem Friedhof mit darüber hinweg brausenden Flugzeugen. Das ist natürlich der Flughafen Tegel, den wir leider nicht mehr allzu lang haben. Und das ist der Friedhof Pankow 3 in Niederschönhausen. Ja. Den kennen Sie
nur zu gut, ja? Weil dort ihr Mann, ihr verstorbener Mann Rolf Haufs, der Dichter, liegt. Und der verstorbene Mann von Karline heißt nun auch Rüdiger Habig. Also sie teilen sogar die Initialen miteinander, R-H. Mhm. Wo verläuft für Sie denn da die Grenze zwischen Bekenntnis und Koketterie im Montieren und Spielen mit diesen Elementen? Ja, das ist sicher ein bisschen ein, ich gebe zu, gewagtes Spiel, aber ein für mich mögliches. Es ist nicht die Porträtierung. Absolut nicht. Aber es spielen bestimmte Dinge rein, aber ich habe sie versucht so zu verfremden und auch wieder in der Übertreibung, natürlich das Mittel der Übertreibung so zu machen, dass Kenner zwar sagen, okay, es erinnert daran, aber es ist beileibe keine Porträtierung weder seines Lebens noch seiner Äußerlichkeit. Und das habe ich in der Tat gewagt versucht. Auf dem Friedhof liegen aber noch andere Leute wie Adolf Entler und so. Also es ist ja inzwischen ein wunderbarer Friedhof geworden. Macht er manchmal Führungen so heimlich mit bestimmten Leuten bei den prominenten Gräbern inzwischen. Sehen Sie, auf dem war ich noch gar nicht. Das muss ich unbedingt nachholen. Man könnte ja fast sagen, um vom Bekennerischen, was da drin liegt, wegzukommen, dass Sie mit diesem Offenlegen dieser kleinen Details, also ich will Sie ja gar nicht weiter sonst als die Karline, mit der Karline dieses Buchs identifizieren, sagen, dass Sie da etwas tun, was Sie auf andere Weise auch mit diesen intertextuellen Elementen machen. Also Sie legen offen, hier haben wir Goethe und hier haben wir einen Teil von mir, von meinem früheren Leben, statt zu sagen, naja, sonst findet es sowieso halt unter der Decke statt. Weil Sie sagen, mit Recht, kein Buch entsteht ohne andere Bücher, kein gutes Buch entsteht ohne andere Bücher und kein Buch wird auch geschrieben ohne winzige sichtbare autobiografische Spuren, ja, die manchmal den Antrieb eines ganzen Werks bilden. Ja, es gibt, so wie es keine Fantasie ohne Realität gibt. Und ich glaube auch fast jeder Autor schreibt immer auch was von sich, aus seinem Leben. Manche, also die meisten machen es ja an ihrem Leben direkt entlang. Und ich bin überhaupt gar kein Freund von jemandem, der am eigenen Leben entlang schreibt, aber sehr wohl immer mal wie ein Bällchen die Dinge, die eigenen autobiografischen oder und möglichst hoffentlich immer ironisch und möglichst, dass es niemanden trifft. Es trifft im schmerzhaften Sinne. Gefahr ist immer da, aber ich habe auch hier versucht, in dem ganzen Buch wirklich keine Figuren zu nehmen, die, das ist der, das ist die, das ist der. Das ist alles eine einzige Sammlung meiner Erfahrung und meiner Fantasie und meiner Lust, Figuren zu bauen. Ja, ich finde es interessant, eben, dass eben bis auf diesen Friedhof eigentlich kaum etwas kenntlich ist. Das ist eine Fantasie, der Friedhof darf, ja. Eine Fantasiestadt, aber es ist eigentlich ein sehr realistisches Setting. Also es ist sehr detailreich. Sehr barock in manchen und trotzdem ist es eben ein Niemandsland, eine Niemandswelt. Das ist, finde ich, interessant. Vielleicht lesen Sie noch ein kleines Stück aus einem anderen Teil. Ich würde mal sagen, weil Sie das jetzt auch angespielt haben, es kommt ja alles irgendwo her. Ich lese, weil in diesem Buch sind ja nicht nur das Spiel auf dem Friedhof, sondern jede Figur hat auch einen Rückblick. Also mehr oder weniger großen Rückblick, weil die kommen ja irgendwo her. Sie sind ja nicht so, wie sie sind, sondern sie haben eine Vergangenheit, die ich auch mit beschreibe. Und ich nehme die Hauptfigur, die Hanne Regenbein, und lese die Rückschau, also da, wo sie herkommt, wie das alles angefangen hat mit ihrer Malerei. Hanne Regenbein hatte in der Paketannahme der Deutschen Post gearbeitet. Tochter Karline liebte es, samstags, wenn der Kindergarten geschlossen hatte, in Mutters Obhut bis mittags in der Postfiliale zu bleiben. Es gab dort Töpfe, Schüsseln, Gläser, Tuben, die das Mädchen interessierten. Da war der weiße, säuerlich riechende Mehlkleister, der honiggelbe Büroleim, benzolwürziger Karton und acetonflüchtiger Alleskleber sowie Karlines Favorit Knochenleim. Ein Emailtopf voll warmem, karamellbraunem, tierisch stinkendem Sirup.
Mutter gestattete dem Mädchen, den Leim zu rühren, und mittels Leimpinsel durfte sie ihn zum Festkleben von Etiketten auf Päckchen und Pakete streichen. Du wirst mal eine ganz tüchtige, hatte Mutter behauptet. Karline war tüchtig, doch begehrte sie mehr als reinen Fleiß. Auf ausrangierte Pappen tropfte sie aus Kleistern, Klebern und Leimen zufällige Formen, verstrich sie zu kindlichen Gestalten und verkündete stolz: Blume, Sonne, Mama. Unsere Maus hat einen Schuss weg, meinte Vater Karl, als sich herausstellte, dass seine Tochter das Malen mit Klebstoff zu ihrer Lieblingsbeschäftigung erkoren hatte. Um in seiner Liebe nicht hinten anzustehen, nährte auch er Karlines Leidenschaft, trieb sie gar in gefährliche Höhen. Als Walzenfahrer beim Straßenbau hatte Karl Regenbein Zugriff auf noch ungewöhnlichere Malmittel als Leim. Teer, Bitumen, Flüssigbeton. Je ein Gläschen voll genügte dem Kind, um glänzende Dunkelmuster auf Papier zu zaubern. Sie rochen gasig, kalkig, schwefelscharf. Regenbeinsfarben. Zu den Teerbildern sagte die kleine Künstlerin: Straße, Wasser, Papa. War die Malstunde beendet, wurde die Wohnung gelüftet. Festhaftende Teerspuren auf Karlines Händen rieb Hanne mit Butter ab. Die Eltern liebten ihre Tochter herzlich und ohne viel Bedenken. Im Kindergarten lernte Karline Buntstifte und Wasserfarben zu gebrauchen. Es war ihr nicht genug, sodass sie zu Hause auf die Werkstoffe ihrer Eltern zurückgriff. Bis Karline eines Tages mit rasselnder Lunge und Übelkeit ins Krankenhaus gebracht wurde. Nachdem die Ärzte ein Inhalationstrauma diagnostiziert hatten, bekam Familie Regenbein Besuch von der Sozialfürsorge. Man überprüfte die Verhältnisse. Es gab kein Kinderzimmer, dafür in der Wohnstube eine Spielecke, die besonderes Spielzeug zu bieten hatte. Stolz zeigte Karline ihre mit Teer und Bitumen gemalten Bilder. Normal ist das nicht, urteilte die Fürsorgerin. Als sie die Gläschen mit den Malmitteln beschlagnahmen wollte, wehrte sich Karl. Das gehört dem Betrieb. Hanne erhielt Auflagen für die Erziehung ihres Kindes, Karl eine Verwarnung wegen Diebstahls von Volkseigentum. Familie Regenbein stand von nun an unter Beobachtung. Karline malte sich durch ihre Kindheit. Sie sei eigen und ungesellig, behaupteten Erzieherinnen. Auch war Karlines Nachname oft Anlass für Spott, den das Kind über sich ergehen lassen musste. Keiner der Familie konnte sagen, was der Name Regenbein bedeutete und woher er kam. Von Ostpreußen war die Rede, doch Karls Vater, der von dort stammte, gab es nicht mehr. Kindergekreisch, Regenbein, Hühnerklein, Regenbein, was soll das sein? Karline malte die Antwort. Beine im Regen, regnende Beine von Menschen, von Tieren als Aquarell, in Tempera als Buntstiftzeichnung. Spinnefix hatte Karl seine Tochter genannt. Mutter Hanne, das kommt von den Dämpfen, hat der Doktor gesagt. Unsere Maus kann ja später mal bei der Post anfangen, bei der Zustellung, wo es nicht so stinkt. In der Schule besuchte Karline Regenbein die Arbeitsgemeinschaft Kunsterziehung. Anfangs übte sie nach Vorgaben der Leiterin, woraufhin man ihr Talent bescheinigte. Es dauerte nicht lange, da brach Karline aus. Sie zeichnete über den Rand des Papiers, kleckste verwegene Muster, verschmierte, geforderte Wirklichkeitstreue. Sie steckte andere Schüler mit ihrem Eifer an und wurde von ihnen bewundert. Hausbesuche der Lehrer brachten keine Erklärung für Karlines Ungehorsam. Hanne und Karl verstanden nicht, worüber die Lehrer klagten. Sie ließen ihre Tochter tun, was sie wollte, solange sie satt und gesund war. Aus der Arbeitsgemeinschaft wurde Karline ausgeschlossen. Im Fach Kunsterziehung erhielt sie die Note genügend. Nach Abschluss der Oberschule absolvierte Karline Regenbein eine Lehre bei der Deutschen Post. Sie trug Päckchen, Briefe, Telegramme aus, bediente am Schalter und vermittelte Ferngespräche. Jede freie Minute widmete sie sich der Kunst. Einmal beim Pressefest auf dem Marktplatz kam ihr die Idee, ihr Können auf der Straße zu zeigen. Mit bunter Kreide bearbeitete Karline Kopfsteine, Wegplatten, Bürgersteige, kritzelte Fratzen, abstrakte Gebilde, komische Männlein, was ihr gerade einfiel. Neugierige versammelten sich um die Künstlerin. Manche baten darum, mitmachen zu dürfen.
Die Kreide war noch nicht verbraucht, da wurde Karline Regenbein von Genossen der Volkspolizei abgeführt. 12 Stunden lang gewahrsam, auf die Frage, warum sie raudihaft die Stadt verunreinigt habe, antwortete sie mit Schulterzucken. Auf die Frage, ob es weitere Pläne oder Mitstreiter gäbe, antwortete sie wahrheitsgemäß nein. Bei der Entlassung aus dem Revier legte man Karline ans Herz, gehen Sie Ihrem Hobby zukünftig nicht unerlaubt in der Öffentlichkeit nach. Sie haben Talent. Benutzen Sie den Kunstzirkel des Kulturbundes. Da wird man sich um Sie kümmern. Später vielleicht, wer weiß, werden Sie Verbandsmitglied. Dann dürfen Sie zeigen, was Sie können. Verstehen Sie, Fräulein Regenbein? Regenbein, wer soll das sein? Karline hatte den Vorfall ihren Eltern erzählt. Vater schimpfte die Polizisten Hornochsen. Mutter fürchtete, Karline würde eine politische werden und forderte, sie solle den Kinderkram einstellen, den Mund halten, sich um ihre Lehre kümmern. Arbeit habe noch keinem geschadet. Hanne und Karl liebten ihre Tochter von Herzen. Noch bevor sich die Zeiten wendeten, eröffneten sich für Karline Wege aus der klebrigen Stupidität des Brotberufes. Regelmäßig besuchte sie den Kunstzirkel, wo man ihr Handwerk und Prinzipien beizubringen hoffte. Sie nahm, was sie brauchte. Der Zirkelleiter, ein berentetes Verbandsmitglied, machte Karline Mut, indem er an ihr zweifelte. Er möge ihre Bilder nicht sehen, müsse dennoch ständig hingucken. Mit 19 zog sie von zu Hause aus in die Wohnung eines Ingenieurs, den sie als Postkunden kennengelernt hatte. Er war geschieden, hatte 3 Kinder, hieß Karl wie ihr Vater und trug wie er einen Schnauzbart. Nur war Karl II. Nicht so schweigsam, sondern plauderte über sich und die Welt, die sich bald als ebenso klein entpuppte wie die, der Karline entfliehen wollte. Arbeit, Feierabend, Fernsehen, Schlaf. Ich halt's bei uns nicht aus, hatte Karline nach einem Jahr Gemeinsamkeit geklagt. Karl versprach ihr, im Sommer fahren wir an den Balaton. Im Sommer verhängte die Deutsche Post aufgrund Personalmangels Urlaubsverbot. Auch über Karline. Sie fuhr dennoch mit ihrem Freund nach Ungarn. Das Paar machte Ausflüge und schlief im Zelt. Ihre Liebe war warm und flach wie das Gewässer, in dem man badete. Karline zeichnete ein paar Bleistiftskizzen vom See und verwarf sie. Als das Paar von der Reise zurückkehrte, wurde die Postarbeiterin von der Betriebsleitung wegen unerlaubten Fehlens am Arbeitsplatz abgemahnt. Die Strafe im Paketlager trat sie nie an. Karline kündigte ihr Arbeitsverhältnis und erklärte dem Freund, ich muss malen, und zwar Bilder, nicht Wände. Wieso musst du? Der Ingenieur kannte Karline. Sie hatte mit Briefmarken, Stempeln und Leim zu tun gehabt. Tüchtig war sie, lieb, ein zurückhaltendes Mädchen mit einer Spur Witz. Sie forschte im Älteren nach etwas, was ihm schmeichelte. Sie hoffte, etwas mit ihm erleben zu können, das sie Männern ihres Alters nicht zutraute. Jetzt musste sie malen. Einen Spleen hat sie, dachte Karl II. Karline hatte unbändige Lust. Malen war etwas, das sie nicht wie anderen Künstler im Trotz gegen die Verhältnisse verfolgte, sondern um Träume festzuhalten und ihrer Zukunft Farbe zu geben, um Liebe zu finden, die ihr entsprach. Im Möbelan- und Verkauf erstand sie eine Staffelei nebst einer Kiste gebrauchter Malutensilien. Sie stellte die Staffelei in eine Ecke der Wohnküche, spannte Leinwand auf einen Keilrahmen, erwärmte einen Topf mit Wasser. Da hinein gab sie Hasenleimgranulat, das sie zu halbflüssiger Paste verrührte, womit sie in kreisförmigen Pinselbewegungen die Leinwand bestrich. Das war die erste Phase. Die zweite und dritte folgten. Am Abend, als Karl II. Von der Arbeit heimkam, war die Grundierung fertig. Was stinkt hier? Fragte er. Sie lüftete die Küche. Nach dem Abendbrot legte Karline ihren Kopf auf Karls Schoß. Er hatte manchmal ihr Haar gestreichelt. Jetzt unterließ er es. Am Morgen roch es in der Wohnung nach Ölfarbe, Firnis und Terpentin. Karl teilte Karline mit, er mache eine Dienstreise. Eine Woche später, als er zurückkehrte, erblickte er das fertige Bild. Ich verstehe es nicht, sagte er. Ich auch nicht, sagte Karline. Er sprach ihr die Kündigung aus. Seine Kinder, behauptete er, brauchten ihn.
Seine Ex-Frau hätten sich auf alte Zugehörigkeit besonnen und würde zu ihm zurückkehren. Karline war freigelassen. Als letzte versöhnende Tat besorgte ihr Karl über Beziehungen eine kleine Dachgeschossbleibe. Ohne Karls Geldzuschuss jedoch konnte Karline kaum die Miete aufbringen. Sie heuerte wieder bei der Deutschen Post halbtags als Briefzustellerin an. In jeder freien Stunde malte und zeichnete sie. Karline reichte ihr Bild für einen Amateurkunstwettbewerb ein, gewann den ersten Preis sowie die Möglichkeit einer Einzelausstellung des Kulturbetriebes. Die Zeit hatte sich gedreht. Das Land war plötzlich weit. Die Deutsche Post baute Personal ab. Von nun an bekam Karline mehrere Stunden Freizeit geschenkt. Es dauerte nicht lange. Da war ein Kunstsammler vom Bodensee durch die neu eröffneten Lande gezogen und hatte auf Untergründliches spezialisiert hier und da ein Werk von entsprechenden Künstlern gekauft. Auch von Karline Regenbein, über deren magisch-naives Widerstandspotenzial er ins Schwärmen geriet. Gelegentlich hingen Exponate von ihr in Sammelausstellungen. Karline Regenbeins Name taucht in Rezensionen und Katalogen auf. Selten zeigte sie sich auf irgendeinem Ereignis, das die Künste feierte, doch das Geld auf ihrem Konto trug Zinsen, die immerhin die Miete abdeckten. Karline war glücklich und gleichsam bestürzt über die Umbildungen ihres Befindens. Auch wandte sie sich einer neuen Liebe zu. Jedes Buch weiß eine Menge unterschiedlicher Dinge und dieses Buch weiß über zwei Bereiche besonders gut Bescheid. Nämlich das eine, das haben wir es gar nicht so genau gehört, über Grabbepflanzung und Botanik. Mhm. Ich nehme an, das ist sowieso etwas, was Sie immer wussten. Aber dieses Buch weiß, das haben wir gerade gehört, auch eine Menge über handwerkliche Dinge, wie man Bilder herstellt, was Farbauftrag betrifft und so weiter. Haben Sie das extra recherchieren müssen? Ich bin eine ganz faule Recherchiererin. Gibt es das Wort Recherchiererin? Das ich weiß nicht. Ich bin Rechercheurin. Rechercheurin. Gut, danke. Ja. Nein, ich recherchiere ganz sparsam. Ich kenne sehr viele Maler und auch schon viel, lange, lange Zeit bin mit vielen befreundet und habe natürlich mich kundig gemacht. Also es muss ja stimmen. Ne? Das ist klar. Aber ich setze mich da nicht wochenlang hin und lese Fachbücher über Malerei. Was an diesem Buch auch stimmt und was mich sehr überzeugt hat, ist, dass das eine wirklich tadellos durchgearbeitete Prosa ist, ohne Redundanzen, ohne dramaturgische Weitschweifigkeiten. Übrigens auch, in welchen Schritten kommen Sie dazu? Also arbeiten Sie immer an einer Stelle weiter, bis es stimmt, oder sind das mehrere Entwürfe, bis es stimmt? Das ist jetzt das Plaudern aus dem Nähkästchen. Sie müssen gleich noch mehr verraten, ja. Ja, also ich habe einen Plan. Also wie so ein Architekt habe ich einen Plan. Und der steht, indem ich ihn aufzeichne, bevor ich beginne zu schreiben. Richtig so von A bis Z. Diesen Plan arbeite ich ab. Von A bis Z. Und zwischendurch ändern sich Dinge manchmal, kommen Dinge hinzu, werden Dinge verworfen, das ist klar. Aber der Plan steht. Und wenn ich mich, was auch vorgekommen ist, schon verschrieben habe, im Sinne wirklich des Wortes verschrieben, schmeiße ich das ganze Ding weg und fange nicht an, das nochmal zu schreiben. Und natürlich ist die Arbeit innerhalb des Planes wirklich mit einem Haufen Verwerfungen und neu. Und das ist richtig, der Begriff Arbeit passt da, das dauert auch. Also ich habe daran 4 Jahre geschrieben, fast, an diesem Buch. Mhm. Ja. Und das sind allgemeine Arbeitsschritte, die mehr oder weniger für jedes Buch von Ihnen zutreffen? Ja, schon. Also ich mache keine Fassungen, also das mache ich nicht wie andere, sondern das sind wirklich Arbeitsschritte und ich schreibe vielleicht am Tag, wenn es hochkommt, eine halbe Seite und dann am nächsten Tag schreibe ich die halbe Seite nochmal um 3 Sätze weiter. Also das sind wirkliche, Aber sozusagen, so lange, bis es stimmt, jenseits des Planes, treten Sie erstmal auf der Stelle und schauen, dass das funktioniert. Lasse ich es manchmal liegen, lasse es so abhängen. Ne? Und dann gucke ich mal, lasse es wirklich wochenlang liegen, gucke gar nicht drauf, gucke dann wieder drauf und sehe eigentlich, da stimmt es, da stimmt es nicht. Und manchmal kennt man auch was nicht. Und, nein. Wer ist nach Ihnen der erste Leser dieser Texte? Ich habe seit vielen, vielen Jahren ein befreundetes Ehepaar, die sind beide keine Literaten.
Die sind aber solche Leser, die sagen sofort und ganz ehrlich, da stimmt was nicht, was willst du denn damit, was ist denn das für ein Quatsch? An den traue ich erst einmal im ersten Lesen. Das sind die, die es zuerst lesen. Und dann kommt so 2, 3 im näheren Freundeskreis und dann niemand mehr. Dann kommt der Lektor. 4 Jahre ist natürlich für so ein Buch ein echtes Marathon. Natürlich kommt dazu, dass Sie auch einen Brotberuf haben, der auch Kräfte bindet. Aber es gibt daneben die Kurzstrecke der Gedichte. Sind das eigentlich 2 Bereiche, die in friedlicher Koexistenz miteinander leben? Oder konkurrieren die auch? Weil es gibt ja viele Schriftsteller, die behaupten, dass man blockiert ist, wenn man im einen tief drin steckt für das jeweils andere. Nee, das blockiert sich gar nicht, weil das 2 völlig unterschiedliche Arbeitsweisen sind. Ein Gedicht fällt mir ein. Das ist also die poetische Idee kommt über mich. Der Musenkuss, der berühmte. Ne? Entweder die Muse küsst, oder wenn sie nicht küsst, dann küsst sie eben nicht. Also ich setze mich hin, ich setze mich nicht hin und sage, ich schreibe jetzt ein Gedicht oder ich muss jetzt Gedichte schreiben. Das habe ich noch nie gemacht. Das Gedicht passiert. Und die Prosa, da sitzt man auf dem Hintern und schreibt. Aber auch das Gedicht braucht ja mehrere Durcharbeitungen. Ja, das braucht es. Ja, aber das drängelt nicht. Das Gedicht drängelt nicht. Das ist eben da und dann gucke ich wieder drauf und dann wird daran gearbeitet. Stimmt, es kann schon mal sein, es gibt einen Tag, an diesem Tag schreibe ich ein Gedicht. Das fordert dann die Arbeit, den Tag lang. Und da schreibe ich aber keine Prosa an dem Tag. Sie haben ein ganz wunderbares Buch als Einführung in die Poesie geschrieben, das verspielte Papier, was ich unbedingt in die Liste dieser Lesen- und Schreib-Lehr-Lernbücher von Lyrik aufnehmen müsste. Hat einen sehr DDR-lastigen Kanon, das macht das Ganze aber besonders interessant. Und da gestehen Sie auch, dass Ihr Poesielehrer Karl Mickel war, dem Sie in jungen Jahren begegnet sind. Wenn der Sie etwas über Poesie gelehrt hat, wer hat Sie in die Prosa eingeführt? Also es hat nicht nur Karl Mickel mir was über Poesie gelehrt, also auch Peter Gosse zum Beispiel. Es gab noch viele, viele andere auch, das waren so bloß so Zündkerzen, sag ich mal. Wer hat mich in die Prosa eingeführt? Die Märchen. Die Kindheitslektüre hat mich quasi in die Prosa. Ich hatte keinen expliziten Lehrer, der mich das Schreiben von Prosa, nein, hatte ich nicht. Aber das hat Lernen durch Lesen. Ich habe auch nie die theoretische Schriften übers Prosa-Schreiben gelesen. Ich glaube, noch nie in meinem Leben. Ich habe mir immer gedacht, wie macht der das? Also ich lese ein Buch von, weiß ich nicht, Zola damals. Wie macht er das? Wie schafft er das, mich zu begeistern für die und die Figuren, die und die Szene? Dann gibt es natürlich die Phasen früher, wo man kopiert hat, ne? So zu schreiben wie, das braucht man auch. Habe ich auch durch, na klar. Aber ist es leichter, sowas, wie Sie es beschreiben, autodidaktisch in der Prosa zu lernen? Und ist es dann hilfreich, wenn da jemand kommt und sagt, bei Poesie ist ja nicht so, sind die Elemente, die Versatzstücke ja nicht so offensichtlich, zu sagen, ja guck mal hier, was der hier gemacht hat und so. Also da braucht man vielleicht mehr Anleitung. Schwer ist alles. Es ist nur die Frage, mit welcher Lust man es betreibt. Also Poesie habe ich ja nun dadurch, dass ich das lehre. Poetik ist ja nochmal eine andere Geschichte. Ich lehre es ja auch nicht für welche, die schreiben lernen, sondern für Schauspieler. Das ist eine ganz andere Sache. Und da ist mein Blick natürlich auf die Poesie ein bisschen fachmännischer, als jetzt ich über Prosa noch mal theoretisch reden würde, was ich manchmal vielleicht auch könnte. Aber das ist nicht mein Ding. Was war jetzt die Frage nochmal? Jetzt habe ich die Frage verloren. Ob man in der Poesie eher einen Lehrer braucht oder einen Mentor, der einen durch die Abgründe dieser kleinen Texte führt. Wo Sie das so sagen, neige ich spontan dazu, ja zu sagen. Bin mir aber nicht ganz sicher, da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, aber es ist vielleicht was dran. Ich glaube, weil ganz viele, die beginnen mit Poesie schreiben oder die auch schon lange oder die das eben denken, das macht sich so mit links. Und da gibt es keine Sätze. Also das ist vielleicht so ein Grundirrtum. Bei so einem Roman ist die Scheu oder ist der Respekt von vielen eher da als über ein Gedicht. Sowieso so kurz kann jeder. Also das ist wahrscheinlich was dran.
Wie gesagt, es gibt diese autobiografischen Injektionen, auch in diesem Buch, aber würden Sie sagen, sind in Ihren Gedichten als Person anwesender als in der Prosa? Person im Gedicht? Nee. Mit ihren, mit ihrem ureigenen Erfahrungsschatz, mit ihrem eigenen Erleben, oder ist es auch das gleiche, die gleiche Abstraktion, die stattfindet? Die Abstraktion im Gedicht ist eine andere. Die ist einfach, obwohl ja, das ist auch schwierig, ein Gedicht sagt öfter ich. Ne? Aber das, also, ja, das ist ja gut. Das ist ja das, immer das gut, genau. Muss und es ich, manchmal, ich sage in der Prosa eigentlich nie, oder ganz, ganz selten ich. Es ist, ich bin immer hundertprozentig drin. Immer. Vielleicht am wenigsten in der Dramatik. Aber es in der dramatischen Form, im Theaterstück oder im... Ne? Das ist nochmal durch eine andere Art von Figurenzeichnung. Aber in Prosa und Lyrik bin ich immer. Es ist nur in der Wahrnehmung wahrscheinlich unterschiedlich. Das ist eine ganz andere Sache, ob ich mit Gedichten umgehe oder ob ich einen Roman lese, eine Erzählung lese. Wir haben eine Passage, die Sie gelesen haben, und das betrifft eigentlich das ganze Buch, gehört. Das ist ein sehr realistisches Setting, was mit ungeheuer vielen Details ausgemalt worden ist. Und zugleich machen Sie überhaupt kein Hehl aus der Künstlichkeit dieses Ganzen. Und das stärkste Indiz dieser Künstlichkeit sind natürlich die Namen der Figuren. Sie sind immer von ähnlicher Erlesenheit, Gesuchtheit, von gleichem Witz, wenn man so will, ja, obwohl ich viele Namen aus meinem eigenen Erfahrungsfeld tatsächlich kenne. Also, die gibt es alle. Die gibt's alle, aber die Summe macht es natürlich zu etwas, was dann schon irgendwie, ja, man denkt immer, Thomas Mann hat auch immer so gesuchte Namen gehabt. Und da kollidieren zwei Sachen. Also einerseits gelingt es Ihnen sehr, dem Leser eine Illusion zu vermitteln, durch dieses realistische Ausmalen. Auf der anderen Seite weisen Sie ihn dauernd auf die Künstlichkeit des Ganzen hin. In welcher Spannung steht das für Sie? Ja, ist natürlich... Ich schreibe immer so, wie ich selbst gern lesen möchte. Und mir macht das ungeheuren Spaß, etwas hineingezogen zu werden, etwas mitgenommen zu werden. Übrigens auch im Film, ne? Hat sehr viel mit Film auch zu tun. Und immer in dem Moment, wo ich denke, jetzt fange ich an, darin zu versinken, kippt das. Und ich sage, nee, nicht das Versinken, sondern das Betrachten noch bewahren. Also, ja, also wie es hier Brecht, immer gesagt, komme ja sehr aus der Ecke, aus diesem Stall des dialektischen und immer brüchigen Denkens. Und das macht mir Spaß und so schreibe ich. Also das ist ganz einfach. Da denke ich gar nicht weiter theoretisch über nach. Das ist so... Ja, man muss den Leser bei der Stange halten. Also mitnehmen. Man muss ihn mitnehmen und gleichzeitig wollen Sie ja, dass er das Ganze durchschaut. Mitnehmen, durchschauen, aber nicht verschlingen. Ja. Also nicht sozusagen willenlos. Es gibt ja auch so eine Prosa, wo man so sich vereinnahmt lässt, dass man ja nicht mehr selber denkt. Das möchte ich auch nicht. Es gibt auch intelligente Prosa, in der man so versinken kann. Also all die großen Realisten des 19. Jahrhunderts. Ja, versinken, also, versinken und versinken ist aber nicht immer das Gleiche. Ich habe vorhin schon die Ehepartner der Witwen erwähnt, auf die gehen Sie ja auch mit unter anderem ein, die spielen eine große Rolle und auch für das Begehren, was die Figuren jetzt noch lenkt. Also sie suchen einerseits Erlösung von dem, was ihnen einst mal widerfahren hat. Sie bekommen es natürlich nicht, um das, was sie da als Neues wollen. Aber interessant finde ich schon auch, dass diese Beziehung zwischen Karline und ihrem toten Mann Karl voller Spannung war. Das war ein launischer Mann, der unter seiner eigenen Unproduktivität gelitten hat, während sie dann eigentlich als die große produktive Frau da ist. Warum sind diese Menschen, die so sehr auf Befreiung sinnen, so an ihre Vergangenheit gekettet? Weil jeder Mensch an seine Vergangenheit gekettet ist. Das ist, und je älter, sind ja auch alles gar keine jungen Menschen mehr, auch die Karline Regenbein ist ja quasi schon fast 50, also in einem Alter, wo man immer mehr merkt, also ich merke es jedenfalls, dass die Vergangenheit sich wie so ein Pilz immer mehr ins Alter hineinschiebt. Das ist eine der Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren auch so gemacht habe, und dass sie einen und niemanden, keinen Menschen loslässt. Und immer auch in jedem Handeln, Fühlen und Alterungsprozess
Bestimmt, weil ja die Dinge nicht wiederholbar sind. Und auch die alten Beziehungen sind nicht wiederholbar. Die waren voller Defizite, die waren voller Schönheiten. Und was nun? Nun stehen drei Witwen, ein Witwer da und werden nie wieder etwas zurückholen können, was mal gewesen ist. Weiß ja jeder von denen. Und was macht man mit dem Rest des Lebens? Man muss es ja erfüllen und will es noch begehren und ausfüllen. Und das Ganze ist natürlich nur bedingt möglich und eigentlich zum Scheitern verurteilt. Verurteilt. Davon erzählen sie ja. Und trotzdem möchte man den Figuren manchmal gerne raten, also vor allem auch Karline, wenn dann Rüdiger aus dem Grab hier spricht, Mensch, halt doch mal die Klappe. Ja. Ja, also das ist doch eine Qual. Oder geh doch mal nicht hin. Oder geh mal nicht hin, das wäre der erste Schritt, klar. Naja, klar. Ja. Nun geht es ja in diesem Buch auch um späte Liebe. Es sind aber eher natürlich so Liebesversuche. Also was dann da wirklich passiert, so genau, weiß man das ja gar nicht. Und die ist eigentlich immer lächerlich. Sie ist doppelt lächerlich, wenn es eine späte Liebe von älteren Menschen zu jüngeren ist. Köstlich natürlich vielleicht Italo Svevo oder sowas in Italien. Ein Mann wird älter. Und gibt es viele Beispiele, bis Lolita natürlich. Ja, aber diese Torschlusspanik, die Sie inszenieren, ist ja, wenn man so will, noch von gewaltigeren Ausnahmen. Und Sie schrecken ja vor dem Äußersten nicht zurück, nämlich dass die Eltern von Karline und Eduard im Seniorenheim Spätlese, allein der Name, sich da auch nochmal begegnen, sozusagen einen Fußbreit vor dem Grab auch nochmal anfangen, hier miteinander das anzufangen. Ist es nicht auch ein winziges Stück Gehässigkeit, Menschen dabei zuzusehen, wie sie da einen Schritt, bevor sie unbeweglich werden, noch mal wissen wollen, diese große Beweglichkeit zu kriegen? Ja, trotzdem, auch das ist wieder die Realität. Das ist wirklich, sag mal, es ist eigentlich nicht erfunden. Ich kenne mich ziemlich gut in Pflegeheim und Altersheim aus. Und was da unter alten Menschen stattfindet auf diesem Gebiet, da gibt es die unglaublichsten Sachen, die kann man gar nicht schreiben. Es ist aber nicht nur lächerlich. Ich finde, was mich auch interessiert hat, es ist die Kraft der Liebe, die einen nämlich nicht verlässt im Leben, egal wie alt ein Mensch ist. Und die äußert sich anders. Und es scheint ja nicht für die Liebenden lächerlich, sondern es scheint ja für die Außenstehenden. Die Außenstehenden lächerlich, obwohl die Außenstehenden genau irgendwie mal dahin kommen, an diesem Punkt, oder kommen können zumindest. Und die Frage wäre ja, was ist das, was, ich würde gar nicht sagen lächerlich, sondern was komisch erscheint. Das ist ja das Unverhältnismäßige, was da zusammentrifft. Ne? Liebe als Erotik, als Sexus, und plötzlich geht das eigentlich alles nicht mehr. Und das trifft zusammen und wird komisch. Und wirkt vielleicht mitunter lächerlich, aber in dieser Komik steckt ja auch immer die Tragik drin, die uns alle betrifft. Wobei ich glaube, dass die meisten Menschen wissen, wie lächerlich sie sich machen, ja, indem sie sich trotzdem, in diese, das ist doch egal, Situation begeben. Natürlich. Ja. Sie wissen es, aber die Kraft, die Kraft der Erotik, sage ich mal auch, die Kraft der Liebe setzt sich über dieses Wissen hinweg. Das darf man nicht vergessen, welche Gewalt sie ausübt. Ich finde interessant, Sie sagen zum zweiten Mal, es gibt Dinge, die habe ich erlebt und gesehen, die würde man mir gar nicht glauben. Ja. Warum ist es so schwierig, die Dinge, wie sie geschehen, im ganzen Ausmaß ihrer tragischen und komischen Dimensionen darzustellen? Warum müssen sie sozusagen zwei Gänge runterschalten? Ja. Ja, da hat man den Eindruck. Ja, also es gibt andere Genres, die können das machen. Also es ist ja auch eine Frage des Maßes, mit dem ich schreiben will, und die Frage der Ästhetik vor allen Dingen. Und es gibt andere Autoren, die würden jetzt sagen, also ich kann irgendwie die krassesten Sachen jetzt im Detail schreiben, und das gibt ja genügend. Das ist aber nicht meins. Das will ich nicht, das interessiert mich nicht. Und wenn ich wirklich mal, dann erzähle ich es im Freundeskreis, in irgendwelchen Gelegenheiten kann ich Anekdoten erzählen, die man mir glaubt und die dann auch wahr sind. Damit ist das abgegessen. Aber diese Dinge sind ja in der Gestaltung viel vielschichtiger als die Sachen, die so passieren.
Also einerseits vielschichtiger, also gehen in mehrere Dimensionen. Und das ist das Interessante. Und nicht die Abbildung der Realität 1:1 hat mich noch nie interessiert. Hm. Weil die lebe ich ja, da war ja keine Kunst dazu. Also das, was ich lebe, lebe ich und... Na ja, gut, es geht ja auch sozusagen um eine Glaubwürdigkeit. Hm. Und das Glaubwürdigkeit muss künstlerisch hergestellt werden. Genau. Ja, und es gibt eigentlich keinen Stoff, der sich dagegen sperren sollte. Ja. Aber es ist die Frage des Wie. Nicht, ist nicht die Frage des Stoffes, sondern wie gehe ich mit dem Stoff um? Mhm. Genau. Und das ist natürlich glaubwürdig, hoffe ich, dass es die Figuren sind. Mhm. Aber sie müssen ja... die Karline Regenbein, die malt ja, die könnte ihr ganzes Leben, jetzt die Figur Regenbein, die könnte ihr ganzes Leben in einer schön realistischen Manier ja auf Papier bringen. Was macht sie? Sie überhöht es ins Mythische. Und sie macht ein riesen Farbdings daraus. Also sie braucht diese Form dieser Übertreibung. Das ist, wäre nicht meine, aber sie braucht das, um das, was sie gelebt, erlebt und noch während des Arbeitsprozesses erlebt, zu gestalten, ist ihre Art. Ne? Hm. Es gibt ein wiederkehrendes Motiv in diesem Buch, das heißt mal Glück an dünner Schnur und ganz oft oder öfter noch Jojo des Glücks. Also man weiß ja, wie das da so auf und ab geht. Aber wir wissen auch in diesem Fall, das ist auch so ein kleines Moment an Gehässigkeit ist der falsche Ausdruck, aber an falschem Optimismus. Ja, man weiß, das Jojo hört einfach. Ja. Es geht nicht darauf und runter. Ja. Ja. Oder ist es ein Selbstbetrug der Figuren, der da stattfindet? Es ist beides. Natürlich ist es, man betrügt sich immer selbst, indem man denkt, es geht weiter und weiter und man kann das Ding hoch und runter machen. Es ist erstens, es ist ein Spaß, ein Spiel. Man macht das ja nicht, weil man es muss, sondern weil man hat mal, irgendwas fühlt man, sonst mache ich das ja nicht. Das ist ein Spiel. Geschicklichkeit. Ja, mal sehen, wie weit komme ich damit? Nicht weit, weil irgendwann bleibt das Ding unten. Weiß man und trotzdem macht man es. Ja? Bücher haben ein Schreibalter. Wahrscheinlich hätten Sie das vor 30 Jahren so nicht schreiben können. Hat dieses Buch auch ein Lesealter? Das müsste zu mir, das weiß ich nicht. Also da kann ich wenig darüber sagen. Also ich habe zwar Leserreaktionen, aber ich weiß jetzt nicht. Ich meine natürlich nicht jetzt, dass das Publikum so alt sein muss wie die Figuren. Das wäre ja lächerlich. Nein. In alle Richtungen. Man kann ja auch von Jugendlichen schreiben, wo ein ganz anderes Publikum da ist. Ja, klar. Die das ja, sagen wir mal, es müssen Leute sein, die lesen können. Also zumindest die diese Art von Literatur lesen können. Das ist nicht an ein Alter gebunden, ich weiß es nicht. Sie scheuen ja vor einer ganzen Reihe von Allerweltsweisheiten nicht zurück, die in diesem Buch auch offen ausgesprochen werden. Eine zum Beispiel lautet, alles hat seine Zeiten, was ist, wird nicht bleiben. Völlig richtig, kann ich nur unterschreiben, wie wir alle natürlich. Und ist dann sowas wie die Botschaft, die daraus spricht bis ins Seniorenheim Spätlese hinein, eben die Hoffnung stirbt zuletzt. Das haben Sie nicht reingeschrieben, das ist eigentlich das, was hier nochmal auf absurde Weise inszeniert wird. Nun Sachen, das ja immer die, oder Denken ist immer die Figur. Ne? Also wenn Sie sagen, also alles hat seine Zeit, das ist ja so, ist eigentlich ein Bibelzitat. Ne? Das sagen ja die Figuren. Ne? Die Hoffnung stirbt, die stirbt übrigens nicht zuletzt. Das halte ich für eine falsche Lebensweisheit. Dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Die stirbt manchmal nämlich, bevor es nochmal gut wird. Doch. Ja. Ja. Und trotzdem gibt es vielleicht einen Eros, der auch die Hoffnung überlebt. Natürlich. Es gibt ja berühmte Beispiele, die bis aufs Totenbett reichen bei Philip Roth. Also, ob man das jetzt mag oder nicht, ist eine andere Frage, aber... Da wird es ja noch mit einer ungeheuren Gewalt noch einmal inszeniert. Ja, nicht umsonst gibt es diese Totentänze. Ne? Also, Sie sagten ja schon Thanatos und. Das ist ja nicht umsonst dieses alte Paar, das miteinander tanzt, der Tod und das Mädchen. Und also das ist ja ganz alt, diese Erkenntnis. Mhm. Und immer wieder neu und toll zu erfahren. Nun gibt es ja, wenn man sich auf Ostern einlässt, eine Hoffnung, die damit verbunden ist, nämlich die Hoffnung auf Auferstehung.
Ich nehme an, Sie hegen diese Hoffnung nicht in größerem Umfang. Alles andere würde mich wundern oder gar enttäuschen. Ist Literatur so ein Ort, wo man diese Hoffnung auf Auferstehung, auf Nachleben, auf Erinnerung auf ganz andere Weise aufbewahrt? Ja, klar. So wie Literatur, eine bestimmte Literatur, poetische Literatur oder auch Malerei, alles Verschlüsselte, was Transzendentes hat. So ist auch Kunst allgemein, nicht nur Literatur, bestimmte etwas Bewahrendes, vielleicht nicht Auferstehung, aber etwas, wo etwas bewahrt wird und weitergetragen wird an, im besten Falle, zumindest in der Vorstellung, an zukünftige Leser und so. Das muss man denjenigen Leuten, die Kunst machen, lassen, diese Hoffnung, dass das so ist, dass das Bewahrende. Ist Ihnen dieses Buch besonders lieb verglichen mit den Büchern vorher? Das sind ja alles meine Kinder, meine ganzen Kinder lieb. Man sagt immer, man hat sein jüngstes Kind am meisten lieb. In dem Moment bin ich jetzt hier am meisten gerade drin. Ne? Und da es noch nicht so richtig laufen durfte, weil es noch kein leibhaftiges Publikum so richtig gibt, da muss ich so ein bisschen erziehen. Ne? Und so. Aber die anderen Bücher, die sind mir auch alle lieb, natürlich. Je länger die zurückliegen, muss man die Liebe wiedergewinnen. Geht auch nicht immer, aber ja. Und ich meine, der Zeitpunkt, seitdem Sie das Buch abgegeben haben und dem Sie es jetzt vortragen, ist auch noch mal eine ungeheure Distanz. Man legt diese Figur dann auch eine Weile schon mal ab und muss ihnen dann wieder begegnen. Ja. Vielleicht möchte man das manchmal dann gar nicht mehr. Ja, das kommt, also manchmal, jetzt reicht es mir aber selber. Ne? Also gerade in der Endphase, jetzt will ich das alles nicht mehr. Na, dann bleibt sie erstmal liegen und dann kommt sie wieder hervor und spricht wieder mit mir. Das ist schon, das ist ein Wechselspiel. Ja. Jetzt hat dieses Buch erst einmal Gelegenheit, zu uns zu sprechen. Regenbeins Farben, eine Novelle, erschienen im Luchterhand Verlag von Kerstin Hensel. Danke für alle Auskünfte. Danke auch. Und die Lesung und Ihnen einen schönen Abend.